vergib uns unsere Grobheit, aber ein Verräter, der mit Fackeln und Schergen des Dogen ankommt, verdient es nicht besser. Wenn ich mich vorstellen darf, ich bin die hohe Zunftmeisterin, die Vorsteherin der drei alten Gilden dieser Stadt. Oh, du wirst für diesen Verrat hart bestraft werden. Deine Zunge wird abgeschnitten, dir werden die Fingernägel rausgezogen und dann wirst du in kochendes Öl geworfen. Deine Augäpfel werden von Ratten gefressen und deine Nase, für deine Nase fällt mir auch noch was ein. I. Warte, lass mich reden. Beeile dich. Ich bin kein Verräter, glaub mir. Warum sollte ich dir glauben? Ich bin gekommen, um dich zu warnen. Entdecke ich Wahrheit in deinen Augen? Das ist eine lange Geschichte, aber du musst mir vertrauen. Ich habe in letzter Zeit viel über dich gehört. Und zwar von Leuten, denen ich vertraue. Und langsam glaube ich, dass einiges davon zutrifft. Was geschieht hier? Ah, da kommen sie ja, die Schergen in glänzender Rüstung. Lahm wie immer. Ihr habt euch gegen seine Exzellenz den Dogen erhoben. Dafür werdet ihr nun bestraft werden. Bestraft? Du solltest bestraft werden. Du solltest gevierteilt werden. Und deine Arme und Beine sollten danach stundenlang in siedendem Öl gekocht werden. Was für ein Zweck soll das Sieden von Armen und Beinen haben? Nach einer Vierteilung. Ach, vergiss es. Du weißt genau, was ich meine. Jetzt haben wir uns natürlich vor eine Wahl gestellt. Theoretisch stimmt es ja, was die Gilde gesagt hat. Also sie hätten nicht so krass hart mit uns verfahren müssen, aber es hieß am Anfang, wir sollen keine Fragen stellen und wir haben nachgefragt. Von daher, und die Palastgarde ist einfach nur das, was dem Dogen dient, aber dann wird der Weg im Palast wahrscheinlich um einiges schwieriger. Aber wir finden bestimmt eine Überlass Ausrede. Sie mir. Du, wende Hals! Halt, stopp! Da muss ich mich erst umziehen. Nein, ich glaube, da ist die Rüstung besser. Achso, die sind nicht so stark. Achso, ich will mal unsere neue Fähigkeit ausprobieren. Momentan nicht erlaubt. Geht nur mit dem hier. Nee. Naja, egal. Nun gut, ich werde meinen Kopf dem Gebot meines Herzens folgen lassen und tun, was nie zuvor getan worden ist. Wir werden dir helfen und dieses Haus aufgeben, um unsere Zusammenarbeit geheim zu halten. Nimm diesen Schlüssel und geh. Die Flammen, die wir entzünden, werden keine Beweise zurücklassen. Jetzt geh! Okay. Und wie sieht das Ganze jetzt aus? Einen Moment. Oh, dass wir mal klicken müssen, nervt. Achso, wahrscheinlich müssen wir einfach hier einmal rausgehen und dann kommt ein Script-Event oder so. Man bemerke, es brannte aus den geschlossenen Fenstern. Nein! Was ist denn das? Nicht der Kerker! Wir fordern einen gerechten Prozess!
Maul halten, ihr Verräter! Der Stadtrat wird schon wissen, wie mit euch zu verfahren ist. Der Stadtrat, eier, eier, eier. Der gute Stadtrat. Die Typen durften wir ja auch schon kennenlernen. Wir müssen wahrscheinlich in den... Okay. Ich wusste, dass man dir vertrauen kann. Ich habe es eben gesagt. Hier ist der Schlüssel, der dir die Türen öffnet. Ich bin glücklich, jemanden wie dich in diesen düsteren Stunden an meiner Seite zu haben. Du bist für mich jetzt ein Familienmitglied, also such mich auf, wenn du jemals mit Problemen zu kämpfen hast. Ach so, mehr sagt er uns nicht. Okay, interessant, witzig. Wir haben ihn eigentlich grundsätzlich erstmal vollkommen verraten, aber kann man mal machen. Wir haben auf jeden Fall den Schlüssel zum Kerker. Und können jetzt hier einmal ganz schön ein paar Marodeure klatschen, schätze ich. Ah, okay. Hier dürfen wir noch was Neues erkunden. Das ist ganz geil. Vielleicht kommen wir ja jetzt sogar in die Krypta. Nur mal so eine Vermutung. Das wäre natürlich cool, wenn sich jetzt noch so eine kleine Untergrundstory entwickelt. Aber was ich vorhin noch sagen wollte... gleich. Was ich vorhin noch sagen wollte, ich denke, das ist jetzt hier die letzte Aufnahme, die ihr von mir zu Venetica sehen werdet. Weil ich nicht vorhabe, nochmal zu spielen und ich jetzt ein ganzes Stückchen an Zeit mitgebracht habe, um das Ganze hier durchzuspielen. Auf ein letztes sozusagen. Das machen wir gleich. Zuerst cleanen wir hier mal die Situation ein wenig. Mal schauen, wie viele wir mitnehmen können in einem Schattenpfad. Die brauchen ja zum Glück nicht ganz so viel. Das ist schlecht, das ist ganz schlecht. Okay, zum Glück hält er an. So. Lässt du mich mal bitte durch? So. Nein, 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 du musst gehen. Die Besuchszeiten sind rum. Auf Wiedersehen. Besuchszeiten? Okay. Krass. Was soll das Gerät denn? Okay, das ist ekelhaft. Das ist alles ekelhaft. Dass sich Menschen sowas ausgedacht haben, ist ekelhaft. Das hier ja sowieso. Da reden wir gar nicht mehr von... Oh, verdammt. Wo? Nirgendwo. Okay. So. Hier kommen wir nur hier raus. Wo geht's hier hin? Noch weiter nach unten. Hier sind immer so Räume, die sind vollkommen sinnlos. Okay.
Hier ist auch nichts drin. Ach doch. Wo kommen wir denn hier hin? Wo zur Hölle sind wir eigentlich? Sind wir schon wieder in einem anderen Stockwerk? Nein, einen Moment. Bevor wir jetzt hier in andere Stockwerke gehen, hätte ich es doch ganz gern, dass wir erstmal hier oben das zu Ende machen. Die Musik ist sehr aufregend, muss man dazu sagen. Geht's hier auch nur runter, oder? Geht's hier... in den gesonderten Raum. Ja, hier geht's nur nach unten. Okay. Ja, muss man oben ein bisschen auf die Karte achten. Die ändert sich. Okay, das machen wir gleich. Dann befreien wir zuerst mal die Gefangenen. So. Aber sonst haben wir ja alles schon gemacht. Wo war denn das jetzt überhaupt? Warum ist die Musik so episch? Ist doch gar nichts passiert. Aber es passiert doch gar nichts. Heilige Scheiße, ich glaube, ich habe mich ein wenig verirrt. Da sind wir noch gar nicht so lange hier. Wir kamen auf jeden Fall von hier, ne? Genau, kamen von hier. Und dann sind wir hier direkt nach links gegangen, glaube ich. Und dann waren hier irgendwo die Gefangenen. War das nicht so? Ja, dort hinten. Okay, gefunden. Oh, du bist es. Du hast uns tatsächlich gefunden. Jemand muss uns verraten haben. Die Wachen des Dojo kamen und sperrten uns hier unten ein. Du musst uns helfen. Finde den Schlüssel zu dieser Tür. Das hier ist wirklich kein angenehmer Ort. Und wir vermuten, dass das Knochengerüst da drüben nicht so tot ist, wie es tut. Okay. Ist das ein neuer Auftrag oder? Nee. Ja, ist ja gut. Das heißt, wir müssen tiefer hinein. Wer das Zitat kennt, Glückwunsch. War ein ziemlich guter Film, muss ich sagen. Also, gut, ich meine, da ist ja dieses unglaubliche Meme draus entstanden. Man hängt ja mittlerweile an Alleception dran, gefühlt. Oh. Von daher, naja, ist das Ganze jetzt auch nicht mehr so unbekannt und so... naja, nicht mehr so spannend. Aber falls ihr Inception noch nicht gesehen haben solltet, dann könnt ihr euch das, den Film auf jeden Fall mal geben. Weil der ist nämlich wirklich ziemlich gut. So, der verfolgt uns, das ist nicht ganz so geil. Oh, jetzt habe ich mich aus Versehen wieder erweckt. Das wollte ich gar nicht. Da müssen wir noch kurz warten, bis wir hier da vorne reingehen. Schauen wir erstmal hier durch. Hier waren wir schon, ne? Ach ja, hier erstmal aus dem Kerker altes Brot mitnehmen. Ach, ist ja kein Ding. Schmeckt doch bestimmt. Ach du Scheiße. Na komm. Okay, was haben wir hier?
Da gab es doch auch diesen einen Skill. Ich muss mal ganz kurz was nachgucken. Nein, halt hier. Das sollten wir vielleicht mal doch noch skillen. Oder hätten wir vielleicht doch nochmal skillen sollen. Keine Ahnung. Es ist halt ein bisschen nervig, dass es immer so A, kurz vorbei ist und B, halt, naja, dass es eine ewige Abklingzeit hat. So. Ach, das ist noch eine Lebende. Hi. Ja gut, dann machen wir das jetzt folgendermaßen. Hier sind doch bestimmt noch mehr. Ja, genau. Na, kommt mal alle her. Kommst du mit? Fein. Na, ihr? Geht's euch? Gut, so. Kommt ihr alle mal her. Und dann machen wir hier mal eins und eins. Hey, alles cool. Alles cool. Och ja, natürlich. Genau, das war ja natürlich wieder ganz klar. Ach Gott. Rüstung, Rüstung, andere Rüstung. Hätte ich mal anlegen sollen. Stumpf. Was ist das? Ich glaube, das ist stumpf, ne? Gut. Nehmen wir mal das Abendkleid. Das ist voll nervig, dass es nicht eine Rüstung für viele Zwecke gibt. Also das ist auch so eine Sache. Ein nicht so geiler Beigeschmack. Weil, keine Ahnung, ich finde es irgendwie affig. Warum braucht man 8, 9 Rüstungen für... Musst du immer im Kampf wechseln, sobald sich neue Gegner zeigen und irgendwas. Das ist doch dämlich. Weiß nicht. Muss irgendwie nicht sein, finde ich. Musik, hör auf. So aufregend ist das nun gerade auch wieder nicht. So, wo müssen wir hin? Hier hinten runter. Okay. Hier vielleicht? Irgendwo? Geht's hier? Ah, ne, ist eine Mäusefalle. Okay. Geht's wieder nach oben? Hier auch. Waren wir schon? Ah. Hä? Hier geht es noch sehr weit nach unten. Ist ja gut, Musik. Ich bin gerade ein wenig ratlos, wo ich eigentlich hin muss. Ich finde es schrecklich, wenn sie so eine mega epische Musik einbauen, wo es gar nicht so episch ist. Keine Ahnung, ich finde es ätzend. Ich hätte jetzt lieber entspanntere Musik. Vor allem, weil es ja hier gerade null actionreich zugeht oder super spannend oder irgendwie. Ist ja mehr gerade so ein bisschen so sinnloses Rumgesuche. Und da muss man vielleicht nicht unbedingt diese spannende Musik einbauen. Naja. So, hier war jetzt noch dieser Punkt. Hier ist aber nichts. Nun gut, gehen wir mal einfach wieder nach oben, weil hier unten kann man anscheinend nichts mehr machen. Entschuldigung, da habe ich lieber gerade gar keine Musik als diese viel zu aufregende, actionreiche Musik. Das ist gerade... Das missfällt mir gerade irgendwie. Kein Plan.
Okay. Eine Ruhe, wenn diese krasse Musik nicht ist. Ja, dachte ich mir, da ist das Skelett. Und wahrscheinlich sollen wir mit dem noch irgendwie was anfangen. Nein, 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 du musst gehen. Die Besuchszeiten sind rum. Warte, bist du der ehemalige Gefängniswärter? Was meinst du mit ehemalig? Ach ja, richtig, dann wäre ja die Antwort auf deine Frage. Ich brauche die Schlüssel zu den Gefängniszellen. Du willst die Schlüssel? Schön, die habe ich bei mir. Aber wenn ich das für dich tue, tust du vielleicht auch etwas für mich. Du hast ja keine Ahnung, wie es ist, ein Geist zu sein. Es wird so einsam hier unten und die Menschen haben nur Hohn und Spott für uns übrig. Als ich noch am Leben war, hatte ich eine Freundin. Sie war wunderschön. Wenn ich sie doch nur noch einmal... Ich würde dir sofort den Schlüssel anvertrauen. Wir waren so verliebt, aber dann eines Tages... Ach, ich kann gar nicht daran denken. Wenn du sie oder, naja, Teile von ihr zu mir bringen könntest, ach, das würde meinen Geist beglücken. Ah ja, genau. Was zur Hölle? Teile von... Also, na, ah, Sie haben ja auch noch Leichenschänder. Na geil. Wir sind wirklich, also eins muss man der guten Scarlett lassen. Sie ist durch jeden beschissenen Scheiß durchgegangen, um das zu tun, was irgendwann mal von ihr verlangt wurde, von ihrem Vater. Und ich meine, gut, ihr Dorf wurde überfallen, von daher, naja. Sie ist durch so viel Scheiße gegangen und jetzt ist es einfach. Dem wollte ich mich eigentlich mal noch ein bisschen später widmen, muss ich dazu sagen. Weil so oder so werde ich hier alles durchsuchen. Und mal schauen, an der einen oder anderen Stelle gibt es bestimmt noch die eine oder andere Kiste. Und hier geht's dann zum Thronsaal, aber das lassen wir mal fürs Erste. Halt, das wollte ich gar nicht. Hier ist auch noch eine Statue. Also hätten wir so oder so durchsuchen müssen. Dann suchen wir mal noch ganz fix, bevor wir jetzt die Leiche ausgraben. War immer noch ekelhaft, die Vorstellung. Suchen wir mal nach ein paar Steinfragmenten. Ist das nicht eins? Nein. Ich schätze mal, die werden immer hier so ein bisschen im Labyrinth verstreut sein. Oh, wer ist das denn? Warum? Ach, warum hast du mich erweckt? Was hält deine Seele in dieser Welt? Was für eine Erlösung. Endlich kann jemand meine Geschichte hören. Kennst du ihn? Kennst du den Weg raus? Ich glaube, nachdem sie mich verloren hatten, haben sie ein paar Hecken gestutzt, um das Labyrinth etwas leichter zu machen. Jetzt kennst du mein Geheimnis. Und ich bin frei. Ich habe viel gesehen. Auf jeden Fall. Ja, nun gut. Der scheint sich hier verlaufen zu haben und ist dann gestorben. Im Labyrinth. Genau. What the fuck? Immer noch I, dass ich das jetzt mache. Schatz, kann man das vielleicht nicht nennen? Ich kann immer noch nicht glauben, dass du so weit gekommen bist. Du hast dir mein Vertrauen verdient. Wie kann ich dir behilflich sein? Ich muss Viktor treffen. Deine Macht ist gewachsen. Aber es gibt noch immer einige Geheimnisse, die gelöst werden müssen. Du brauchst mehr Verbündete, viel mehr und viel stärkere, bevor du den verfluchten Thronsaal betrittst.
Der Schlüssel zur Zerstörung des Palastes ist der machtbesessene Stadtrat. Aber wie gesagt, du brauchst Unterstützung an deiner Seite. Hör zu, stelle sicher, dass dich niemand beobachtet. Dann komm in mein Zimmer. Ich habe etwas für dich, das den Stein ins Rollen bringen könnte. Etwas, das ich in den Gärten gefunden habe. Interessant. Ach nein, wir dürfen am Ende vielleicht sogar unseren Bruder ermorden. Ach du Heiliger. Was ist denn hier? Ich wollte schon wieder zur Schaufel greifen, aber ich lasse das mal an der Stelle. Wir wollten ja noch Steinfragmente sammeln. Aber wo genau ist denn jetzt? Haben wir noch nicht eins gefunden? Jetzt sind wir wieder hier oben. Von hier waren wir ja gekommen. Wir müssen vielleicht mal in die Mitte hier gehen. Da wird es vielleicht etwas leichter. Vielleicht liegen die auch schon außen rum, alle. Und wir laufen hier nur sinnlos durch den Garten, aber immerhin haben wir dann einmal alles abgesucht. Ach du, hier. Die Statue ist beschädigt. Okay. Und hier liegt auch nichts sonderlich viel rum, muss ich sagen. Noch nicht ein Steinfragment gefunden, ne? Das ist das Einzige und das ist keins. Halt. 8. Ja gut, das wissen wir jetzt schon. Das ist der gleiche Rabe. Okay. Als allererstes machen wir jetzt nochmal hier in den... Halt, hier lang. Kerker? Nee, Moment, wo sind wir eigentlich gerade? War das nicht? Nee, es war hier drüben. Oh Gott. Einmal komplett außen rum, bitte. Noch zu müde. Aber es reicht für die Aufnahme. Yokai. Einmal hier durch. Und einmal... Ne, hier war das nicht. Vorzimmer war das. Vielleicht... Ach so. Seht ihr, wir können ja jetzt hier hoch. Vielleicht sind hier oben die Steine, die wir benötigen. Dass die Treppen auch immer so ewig sein müssen, ne? Holy moly. Zimmer betreten. Ja gut, dann gucken wir erstmal hier alles noch durch. Wenn wir jetzt eher einmal dabei sind. Höflingsraum. Guten... Tag. Guten Tag. Naja. Da ist man dann ideenlos geworden ein wenig. Schätze ich mal. Obwohl wahrscheinlich in dem Stadion des Spiels sowieso jeder nur noch dem Ende entgegensehend und hinterher rennt. Zumindest kann ich mir das vorstellen. Ist das hier schon Lionels Raum? Lioras Raum? Das ist ja. Bin ja unbeobachtet und alleine. Wir kommen hier rein. Erstmal alles kaputt machen. Schau in die Kiste hinein. In die Kiste? Schönes Bild. Ah, okay.